Hallihallo, ihr Lieben. Ja, ich hatte zwar zu dem Folgenden schon einige Clips gemacht, aber anscheinend habt ihr da wirklich noch Klärungsbedarf, denn es kam die Frage auf mich zu: Ja, sag mal, wie empfindest du das? Hat sie einfach nur mit mir gespielt? War das ernst gemeint? War das nicht ernst gemeint? Es geht darum, um den Clip, wo ich ja schon brachte, von wegen: Du musst doch wissen, ob du mich liebst. Ja, wenn Menschen nicht wissen, was sie wollen, wenn sie 3 Monate zusammen sind, plötzlich beenden, wenn sie 7, 8, 9 Monate, über ein Jahr, 2 Jahre zusammen sind und plötzlich ankommen. Naja, ich weiß doch nicht mehr. Jetzt hatte ich sogar erfahren, es gibt sogar ein Pärchen, die waren 10 Jahre zusammen, wo aber immer wieder, da in dem Fall lesbisches Pärchen, wo aber immer wieder dann doch kam: Naja, ich weiß nicht, ich finde es sehr schön mit dir, die Beziehung, aber im Endeffekt, ich weiß nicht, irgendwo habe ich ja doch das Verlangen auch nach einem Mann. Und bang. Wie gesagt, ihr müsst doch wissen: Liebt ihr den Menschen? Wollt ihr mit dem Menschen euer Leben teilen? Ist es das, was ihr wollt oder nicht? Ist dann halt schwierig, wenn dann einfach dann spontan kommt so dieses: Naja, ich weiß nicht, auf einmal, und lass uns mal eine Weile abwarten, oder eben Tatsache einfach Tschö-Format. Ja, und jetzt, wie gesagt, mich hatte diese Person dann eben auch gefragt: Ja, war das alles nur gespielt? War das eigentlich jetzt dann echt von ihr? Weil ich finde das schon ganz komisch und ich sehe das schon als gespielt an. Da waren doch die ganze Zeit dann die Gefühle nicht echt. Wenn dann urplötzlich nach vielen Monaten ankommt: Naja, ich bin mir unsicher, ob wir die Beziehung weiterführen sollten. Ich liebe dich, aber ich bin mir nicht sicher, und dann ist beendet. Okay, eigener Part. Ich kenne, wie gesagt, selber auch so eine Aussage. Nach 7 Monaten kam oder bekam ich die Aussage: Mit dir ist schön, aber allein ist eigentlich auch recht schön. Und dann war das Thema dann durch. Beziehung beendet, obwohl noch quasi 2 Tage vorher noch so Fragen kamen, Sachen, die Beziehung betreffen, wo man noch über eine Anschaffung sprach oder dies, das, jenes. Und dann plötzlich so. Sehe ich sowas als vorgegaukelt an? Ich kann nicht für deine Beziehung sprechen. Ich weiß nicht, wie intensiv eure Beziehung war oder auch wie der Mensch ist. Manch einer ja, manch einer spielt es vor, vielleicht war es ein Ausprobieren, vielleicht warst du eine Ablenkung von der vorhergehenden Beziehung. Kann ich alles nicht beurteilen. Ich finde es schwierig, solche Aussagen eben zu bringen, weil ich mir auch, also ich selbst bin der Meinung, solche Aussagen mit "ich weiß nicht, was ich will" oder "mit dir ist schön, aber allein ist auch schöner", das kann man bringen, so die ersten 2, 3 Monate, wenn man noch in der Kennenlernphase ist, wenn man merkt so: Naja, mit den anderen harmoniert es, aber es reicht nicht für mehr, oder eben: Naja, ich merke, ich bin doch noch nicht für die Beziehung reif genug oder frei genug, dann kann man solche Sprüche bringen. Nach so langer Zeit finde ich persönlich auch unrealistisch, bin ich ehrlich. Hat mich dadurch natürlich auch mega getroffen, und ja, ich habe dann auch erst gedacht so: Ja, wie? Fake? Angst? Was auch immer. Aber wie gesagt, ich kann nicht für euch eure Beziehungen sprechen, weil ich da nicht weiß, was da davor war oder wie ihr miteinander umgegangen seid. Was ich nur sagen kann, ist, dass es Tatsache immer häufiger jetzt wird, hatte ich ja auch schon in dem Clip gebracht, dass solche Aussagen kommen und eben auch nach längeren Zeiten auch kommen. Ja, dass man merkt, dass die Beziehung, dass die Menschen eigentlich gar keine Beziehung mehr wirklich führen wollen, sondern einfach dieses Freisein haben wollen, aber mit dem, in Anführungsstrichen, Luxus: Ich bin in einer Beziehung Format. Tja, die vielen, vielen tollen Optionen, ne, die inzwischen eröffnet werden, kann ich da nur sagen. Ihr müsst für euch gucken, ihr müsst für euch da reinfühlen und überlegen: War das gespielt, war es nicht gespielt, war es ernst, hat der Mensch Ängste, war ich ein Lückenböser, war ich dies, das, jenes? Das kann ich jetzt so, wie gesagt, nicht für euch entscheiden und auch nicht sagen, weil ich dafür beide Parts kennen müsste. In diesem Sinne lasse ich es mal so stehen. Macht's gut.